So, Freunde, ich habe mir mal was zu trinken besorgt, ausnahmsweise, und den Ventilator angemacht. Ich hoffe, man hört den nicht. Und jetzt werden wir endlich den Armleiter hier, besiegen. Und auch diesmal ohne Probleme. Ich möchte später einmal ein Ninja werden. Ein echter Ninja? Cool. So, Jongleur möchte kämpfen, aber bevor er das tut, werde ich jetzt mal kurz... Oh nein, Traumato. Werde ich kurz was anderes machen. Moment. So. Ein Pokémon mal entfernt. So, ich hoffe, wir können jetzt mal Schaufler vernünftig verwenden hier. Hä? Ja, das gleiche Pokémon nochmal einsetzen ist natürlich schlau. Oh nein. Ist das nervig in dieser Arena? Ja, das müssen wir jetzt immer ertragen, dass die hier alle EP kriegen, aber dafür sind wir natürlich auch hier. So, möchtest du Pokémon wechseln? Ja, ich will es einmal mit Nemo probieren, ob Traumato anfällig schon gegen Biss ist. Anfällig eher als Schaufler zum Beispiel. Und da jetzt unser Onkel da sowieso, sowieso verletzt ist, müssen wir da mal gucken. So, eigentlich würde ich die Arena natürlich später machen, aber wir machen die jetzt erst und Nemo erreicht sogar Level 40. Jetzt kriegen alle schön Erfahrungspunkte, so gefällt mir das. Ich bleib erstmal bei Nemo, weil anscheinend der Biss ja so ein guter Catch hier ist. Erst recht, wenn er ein Volltreffer ist. Yeah. 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 Alle kriegen Erfahrung. Das ist der wunderbar. So, nochmal Biss. Und leider nicht, leider nicht besiegt. Ja, diese Arena ist natürlich nervig. So viel kann ich schon sagen. Ich habe verloren. Ja, und du bist nervig. So, ich nehme mich extra wieder zurück, damit ich die Vergiftung heilen kann. Aber das lasse ich mir nicht nehmen. Extra Gegengift zu kaufen, das sehe ich dann aber auch nicht ein, ne? Ich bin ja nicht Krösus, ne? So viel Geld haben wir ja nicht. Harry ist wieder topfit. So, dann nochmal hier durch die Stadt in die Arena. So, wir wollen gar nicht mit dem reden da oben, wir wissen ja hier sowieso Bescheid, ne? Unsichtbaren Wände, die man aber sieht. Meister Kyogre unterweist mich in der Kunst des Ninja-Kampfes. Der Einsatz von Pokémon ist eine sehr alte Ninja-Tradition. Ihr fühlt euch alle irgendwie cooler, als ihr seid, habe ich das Gefühl. Dompteur möchte kämpfen. Und setzt Arbok ein. Und das ist doch mal ein Gegner, den ich hier erwartet habe. Deswegen ich eigentlich Harry eingesetzt habe. So, tschüss. So, alle erhalten wieder EP. Ich freue mich. Sandama. Ach komm, weil alle EP kriegen, können wir auch wechseln. Können wir sowieso. Und Nemo ist dran. Und jetzt ist Surfer natürlich angesagt. Volltreffer. Ist natürlich sehr effektiv und alle erhalten wieder ihr EPs. Arbok. Ja, dann wechseln wir wieder auf Harry. Tschum. Harry. Psychogenese.
Tja. So habe ich mir das vorgestellt. So muss das laufen und nicht, wie das da vorher gelaufen ist. Autsch. Bleib stehen. Frustrieren dich die unsichtbaren Mauern? Nein. Immer noch. Man kann die sehen. Also so unsichtbar sind sie gar nicht. Und ein Sandar mal wieder. I like it. Probieren wir es einfach mal mit Zystrahl. Reicht nicht ganz. Das ist natürlich Belasto. Ich hätte, glaube ich, besser Schaufler einsetzen können. Ja, natürlich ist das ein Volltreffer. Was auch sonst. Was auch sonst. Okay, alle kriegen wieder, aber keiner macht Level Up hier oder was? Aber Schlitzer ist schon eine geile Attacke, wie man wieder sieht, ne? Da schlitzert der einmal kurz rein und über die Hälfte der Dings sind weg. So, und besiegt. Hat er eigentlich einen Lolli in der Hand? Oh, er hat mich besiegt. Lollipop, Lollipop, lalalala. Guck, es ist der Nachfahre einer Reihe legendärer Ninja-Kämpfer. Wer sind deine Vorfahren? Ja, mein Vater kenne ich nicht und meine Mutter sitzt immer zu Hause. Jongleur, setzt Traumato ein. So, können wir da mal ein bisschen, damit ich nicht immer ins Pokémon-Center rennen muss, ein bisschen Genesung einsetzen. Das macht ja nicht so viel Schaden, ne? Und da können wir doch Genesung einsetzen, oder? Ja, eine Kopfnuss ist natürlich was anderes. So, das reicht mir auch schon. Wir setzen wieder Mr. Nemo ein. Kriegt auch eine Kopfnuss. Kopfnuss oder was? Beiß dich! Ah, du beißt ja wie ein Mädchen. Ist das eigentlich so, dass Mädchen immer beißen? Natürlich geht die Attacke daneben. Hey, da, hey, da. Volltreffer. Junge. Ja, natürlich bin ich verwirrt. Ach, leck mich doch. Ach, was ist denn das immer, Leute? Mit euren. Ich bin sofort für. Ja, ich bin vergiftet, verwirrt, ich bin alles. Mach dich weg jetzt. Darf ich doch wieder zurückrennen? Ja, das alles nichts gebracht. Ich könnte natürlich mit den anderen noch kämpfen, aber ich will es mir auch einfach machen. Oder komm, machen wir Sippy mal. Und ich will ja auch auf keinen Fall verlieren, ne? Also hier, Donnerblitz. Für deine Schandtaten wirst du jetzt gedonnerblitzt. Und besiegt. Wow, weniger EP geht ja auch nicht, ne? 87, das ist ja nix. Ich habe es vermasselt. Ja, du bist auch eine Lusche. So, wen haben wir denn noch am Anfang? Vielleicht sollten wir... Solange wir noch nicht... Ach, zu denen komme ich ja noch gar nicht hin, warte. Dann können wir doch noch ins Pokémon Center gehen, denn wir müssen den da unten noch besiegen. Ich will ja hier alle Trainer mitnehmen und nicht nur... die auf dem Weg liegen. Denn wir wollen ja die Stärksten werden und da müssen wir gegen alle kämpfen und nicht nur gegen die Hälfte. Auch wenn wir ständig vielleicht ins Pokémon Center rennen. Das ist nicht erlaubt, das darf man nicht. Doch. Nach jedem Kampf darfst du ins Pokémon Center rennen. Wir sind hier nicht bei den Top 4, da kann man es nicht. Da nimmt man sich aber auch Tränke. Deshalb müssen wir es auch im Geld sparen, damit wir uns das holen können. Weil Pokémon fangen müssen wir theoretisch nicht mehr. Es gibt nämlich keine Geschenke mehr. So, welche blöden Pokémon hast du? Kannst du gegen meine Spezialtechniken bestehen? Hatte ich was groß geschrieben, deshalb Spezialtechniken. Und noch ein Jongleur, der wahrscheinlich ein Traumato hat. Ja, war ja klar.
Aber diesmal haben wir Big am Start und Big macht einfach mal einen Schlitzer. Und hofft, dass es ein Volltreffer wird. Jawohl. Yeah. Chup, 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 chup. Kadabra. Aha. Sieht cool, cooler aus von vorne als von hinten, muss ich sagen. War auch ein Volltreffer. Jawohl, Big ist hier die Nummer 1, sag ich dir. Harry. So, du hast mich reingelegt. Oh ja. Finde ich gut, dass alle jetzt EPs bekommen. Das gefällt mir gut. Solange wir keine anderen Pokémon brauchen, die Stärke oder sowas haben müssen, geht das ja auch alles. Haha, ein Kind fordert einen Ninja-Meister zum Kampf heraus. Wie du willst, erlebe eine Welt des Schreckens, bevor ich dich besiege. An meinen Schlaf- und Giftattacken sollst du verzweifeln. Der Koga, der möchte kämpfen und setzt ein Blitz. Wir haben noch Big an erster Stelle. Oh, der hat ganz schön starke Pokémon, ne? Aber wir sollten mit Flammen wohl eigentlich gut dargestellt sein. Sehr effektiv, wunderschön. Und wir erreichen auch Level 40. Noch ein Blutzug, okay. Probieren wir doch mal das gleiche. Aber stärker, ne? 46, das andere war glaube ich 44. Dennoch kein Problem für unser Big. Bigger als Big geht natürlich auch nicht. Noch ein Blutzug. Wahrscheinlich jetzt 48, oder? Übertreiben die? Ja, die übertreiben auch mal gerne. 8 Level höher und ich kämpfe schon damit. Was tue ich hier eigentlich? Aber es funktioniert. Was soll ich sagen? Es funktioniert. Harry erreicht sogar Level 41. Jawollo. So lobe ich mir das. Jetzt ist natürlich noch das letzte Wurmort. Sollte eigentlich auch Feuer klappen, ne? Level 50, alter Schwede. Und ich bin trotzdem schneller. Ist sehr effektiv, aber Psychokinese könnte jetzt natürlich mir auch den Gar ausmachen. Nein! Okay, voll nicht. Das war irgendwie einfacher als erwartet, muss ich sagen. Deine Vorgänger da sind schwerer zu besiegen. Also, ja. Kann ich nicht anders sagen. Und wir besiegen Koga. Na sowas. Bist ein würdiger Kämpfer. Ich reiche den Seelenorden. Fettkohle gekriegt. Nun, da du Träger des Seelenordens bist, wird die Abwehr deiner Pokémon steigen. Ferner kannst du nun Zöpfer auch außerhalb von Kämpfen nutzen. Bitte nimm auch dieses Geschenk. Crisquel TM6. Das ist Toxin, oder? Ja. Seine mehr als 400 Jahre alte Technik wirkt das Toxin erst einmal, dann leiden Pokémon umso mehr, je länger der Kampf dauert. Ein wahrer Albtraum für deinen Gegner. Naja, ich sehe mich da eher, dass ich die verkaufe. Was soll ich da noch zu sagen? So, normalerweise würden wir jetzt ja nach Saffronia City gehen und da das Gebäude zurückerobern. Wir waren da ja noch gar nicht, aber... Wir haben jetzt anderes vor. Wir werden jetzt erstmal die Vulkaninsel, Zinnoberinsel heißt sie. Die werden wir jetzt erstmal besuchen. Kurz. Aber nur kurz, um was abzugeben. Denn wir müssen das ja auch trainieren, was wir da abgeben. Also... Lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen ein Pokémon mitnehmen. Quatsch, ein Item mitnehmen. Vorher gehe ich aber nochmal gucken, ob wir nicht irgendwas hier noch ablegen können, wie die ganzen die TMs. Die können mal kurz weg. Ich behalte die einfach mal, ob ich die jetzt verkaufe oder behalte. Was auch immer. Haben wir zumindest ein bisschen Platz. So, jetzt müssen wir natürlich das Fahrrad nicht lagern. Scheiße. Ich will kein Fahrrad lagern. Also den Altbernstein, den nehmen wir jetzt mit. Und viele wissen wahrscheinlich jetzt schon, was ich vorhabe. Ich möchte mein Fahrrad nämlich wieder haben. Nein, wo ist mein...
AP Plus können wir schon mal mitnehmen. Und wo ist mein Fahrrad? Da kommen noch Zeiten auf uns zu, wo man Fahrräder im PC lagern kann. So, jetzt haben wir unser Fahrrad natürlich wieder und jetzt werden wir erstmal wieder hier. Erstmal werden wir uns heilen. Oh, ich hoffe echt nicht, dass das Pokémon Level 15 ist, weil dann müssen wir das echt noch voll trainieren, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob wir das wirklich brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall ein Donner-Pokémon. Wir brauchen auf jeden Fall ein Flug-Pokémon, ein Psychokinese-Pokémon, ein Eis-Pokémon, also was Eis attacken kann. Tja. Und dann können wir uns das eigentlich aussuchen, deshalb würde ich sagen, wir sind eigentlich ganz gut gestellt. Wir gehen erstmal nach Hause. Wir besuchen aber nicht die Mama. Nicht die Mama! Quatsch, wir wollen ja surfen. Denn wir können jetzt das surfen. Ich werde aber natürlich zum Schutz vor uns allen werde ich Superschutz einsetzen. Weil das wollen wir nicht erleben. So. Dann wechseln wir nochmal aus. So, dann wollen wir erstmal gegen die ganzen Leute. Müsst ihr wissen, ob die Fische beißen? Ich nehme die Leute natürlich hier nochmal mit. Eigentlich sollte ich die nicht mitnehmen, weil wir noch gar nicht hier hingehen offiziell, oder? Schwere Entscheidung. Also vom Level her überleveln wir langsam. Ziemlich. Also sollte ich lieber nicht mitnehmen. Ich nehme den einen jetzt mit, weil ich den jetzt schon angesprochen habe, dann nicht mehr. Und das dauert ja dann auch immer so lange hier. Goldini. Ja, sollte alles kein Problem sein für Pikachu. Ich wollte jetzt eigentlich nur schnell auf die Insel, um da was abzugeben. Und das Pokémon Center natürlich zu besuchen. Und wir erreichen Level 41 und versuchen Donner zu erlernen. Eigentlich ist Donner scheiße, weil Donner immer so oft daneben geht, aber ich mach den Ruckzuck-Hieb weg. Wir behalten den Mega-Hieb. Und wir lernen Donner. Ich weiß sonst auch nicht, was ich Pikachu beibringen soll. So, Golking. Nochmal. Ziemlich hässliches Pokémon. Zumindest das Aussehen hier im Spiel. So. Harry. So, und dann nochmal ein Golking. Donnerblitz. So, und dann haben wir es doch. Ich hätte den echt nicht ansprechen sollen, ich Idiot. Das kommt später. Das tue ich hier eigentlich. Ich will ja halt nur zum Forschungszentrum da. Mist. Der schlechte Pokémon hatte der jetzt aber nicht dafür, dass es ein Angler ist. Ne? Da habe ich schon schlechtere Angler gesehen. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier keinen Schwimmer treffen, der uns da gleich nervt. Aber ich glaube, wir sind ziemlich safe, wenn wir hier an der Seite runterschwimmen. Eigentlich können wir noch ganz andere Sachen machen, ne? Hier ist ja eine berühmte Stelle für berühmte Sachen. Selber nicht tun. Das mache ich in einer anderen Edition, nicht hier. Das wird in der blauen oder roten gemacht. In der gelben wird sowas nicht gemacht. Will ich sowas nicht sehen. Wieso gehe ich ins Pokémon Center? Ich weiß es nicht. Ah, ich habe einmal gekämpft, ne? Da kann man nochmal ins Pokémon Center gehen. Wir sprechen hier auch keinen an, denn wir waren hier gar nicht. Ich will hier nur schnell was abgeben. Ich hoffe, der braucht nicht so lange dafür.
Hallo, ich leite die Forschung. Wir erforschen Fossilien von Urzeit-Pokémon. Hast du ein Fossil für mich? Oh yeah, das Einheitsbestein, das ist ein Fossil und Ehrredakteur deiner Schlange ausgestorben Pokémon. Dank modernster Technik können wir Pokémon aus Fossilien wiederbeleben. Ja, gib es schnell her, damit ich fortfahren kann. Christo, gib den Einheitsbestein, das wird einige Zeit dauern. Komm einfach später wieder vorbei. Ja, ich glaube, es geht wieder nach Schritten. Deshalb müssen wir jetzt ganz viel laufen. Aber wir haben ja noch viel zu tun, theoretisch. Das Problem an dem viel zu tun ist nur, dass ich das gerne mit dem Pokémon gemacht hätte, was wir daraus gleich kriegen. Was können wir denn jetzt noch so Schönes machen? Prismania City. Prismania City, Können wir da irgendwas machen? Ich muss das kurz eben mal überlegen. Also wir können natürlich nochmal in die Safari-Zone. Das können wir nochmal machen. Da können wir ja nochmal schön paar Schritte. Der Schutz wirkt nicht mehr. Wir können jetzt noch ein paar Schritte machen. Ich glaube, das geht nach Schritten. Deshalb laufen wir jetzt hier schön einmal rum. Lalalala. Da. La la. Vielleicht fangen wir ja sogar noch was. Für nur $500 darfst du im Park so viele Pokémon fangen, wie du möchtest. Möchtest du auf die Jagd gehen? Und dann gucken wir uns einfach mal um nach nach Items oder sowas. Hier liegt ja vielleicht noch irgendwas Cooles rum. Und wir haben auch gar nichts gelesen. Drücke Start, um nachzusehen, wie viel Zeit du noch übrig hast. Rasthaus. Guten Tag. Wenn ich Pokémon fange, verschenke ich sie, wenn ich wieder zu Hause bin. Wo ist bloß mein Freund Erik hingegangen? Ich könnte ja sagen, dass der draußen steht, aber vielleicht auch nicht. Gut, wir wollen ja ein Pokémon fangen, deshalb gehen wir da auch mal rein in die ganze Geschichte. Ein Owei haben wir schon, habe ich gehört. Deshalb flüchten wir wieder. Wir können auch besser das Fahrrad, glaube ich, nehmen. Da sind wir ein bisschen wendiger, ne? So, gibt's denn irgendwelche besonderen Pokémon vorne? Haben wir Tangela schon? Einfach fangen. Meine Devise ist einfach fangen. Wenn die sich fangen lassen. Nein, tun sie nicht. Also, wir suchen jetzt einfach Items und wenn dann zwischendurch mal ein Pokémon uns kreuzt und es ist ein gutes Pokémon, dann nehmen wir das auch mal mit. Aber so natürlich nicht. So, was ist das hier? Carbon! Das gute Carbon. Hier. So, jetzt bist du kurz im Warten und meine Augen tränen wieder, weil wieder meine Brille dreckig ist. Es ist noch nicht normal. Ich glaube langsam, dass ich so dreckig bin und deshalb die Brille so dreckig wird. Die wird auch gar nicht sauber. Wenn man die ins Licht hält, sieht man mal, wie dreckig die ist. Wenn ich die mit so einem Tuch, dann wische ich nur den Dreck hin und her. Ist ja ein Albtraum. Ach, ich hasse es sowieso, eine Brille zu tragen. So, weiter geht's. Hier lang. TM37. What's that? Achso, AP Plus, hier. Machen wir mal nicht auf Dings, sondern machen wir mal auf Donner. Ist auch wichtig. TM37 wollte ich jetzt. Ist bestimmt Reflektor. Eierbombe. Das können wir natürlich dem Eiermann beibringen. Hier ist auch noch was. Ein Top-Trank. Das ist ja top, dass da ein Top-Trank ist. So, weiter, immer weiter rein. Hier ist nochmal so ein Rasthaus. Wie viele hast du gefangen? Ich bin total erschöpft. Ich habe einen Scharnierer gefangen. Die Mühe hat sich gelohnt. Oh, ich bin neidisch. Was für ein Spaß, aber ich bin jetzt Hundemüde. Nein. Ich wollte eigentlich mein Fahrrad zücken. Mein Klapprad.
Und ein Pokémon ist am Start. Ein Dracosso. Ja, da müssen wir natürlich Glück haben, dass wir das fangen, ne? Nein. 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 Ja. Dracosso gefangen. Ein neuer Eintrag in Pokédex. Einsam. Dracosso trägt den Schädel seiner Mutter als Maske. Sein trauriges Weinen hallt darin wieder. Oh, ist das jetzt die ganze Zeit traurig oder was? Dracosso. Traurig, Ich hab keine Ahnung, wir nennen es einfach X. Ich hab doch keine Ahnung, Freunde. Schalalala. Schalala, ich will ein Sichlor. Und kein Ei. Ich hab doch schon die Eierbombe, Leute. Ich hab doch schon die Eierbombe. Lass mich damit in Ruhe. So, kann ich hier runter? Und dann ist hier vielleicht noch irgendwas. Hier ist gar nichts. Was ist das denn? Verarschen wollen die mich. Okay, ich habe das Schild noch nicht gelesen, aber kann ich auch nicht, weil schon wieder hier ein Kangama, was sich sowieso nicht fangen lässt. Oh Mann, lass dich doch einmal fangen, Kangama, was soll denn das? Was ist denn das für eine scheiß Safari-Zone? Ich hasse Safari-Zone. Achso, da steht immer nur drauf. Oh, jetzt schon zu Ende. Okay, dann ist jetzt auch die Folge zu Ende. Ich hoffe, wir machen noch genug Schritte, damit ich laufe vielleicht noch mal ein bisschen oben. Damit wir hier, ne? Ihr wisst schon. Ich sag vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge von Pokémon Gelb.